Übrigens haben sich Felix Jähn und Mike Williams Feel Good gewünscht als neuen Song. Geschnitten ist er, jetzt muss die Choreografie her. Heute legen wir los mit den Auftrittsvorbereitungen. Das heißt, wir werden alle Songs nochmal gut durchüben. Aber das eigentlich Schwierige heute ist, dass auch beim Dates-Auftritt nicht alle Tänzerinnen dabei sein können, zeitlich. Und das heißt, wir haben andere Aufstellungen auf der Tanzfläche für manche Tänzer. Wenn sie bisher eine Choreografie, einen Schritt auf die 3 gemacht haben, dann kann es passieren, dass sie es jetzt auf die 5 oder auf die 8 machen müssen. Oder bei Partnerteilen, rechte und linke Seite, vorne und hinten, das ändert sich dann. Das müssen wir dann jedes Mal einüben und damit fangen wir heute an. Einmal für die Steffi, bitte. Ja, gut, und dann müssen wir gucken wegen den Lücken. Wobei da doch gegebenenfalls einfach eine breite Reihe besser ist, wahrscheinlich im Dates, oder? Ja, das wäre schön. Allerdings, wenn alle da sind, kannst du nicht alle nebeneinander stellen. Ne? Aber ansonsten nicht.